Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Pollys Ferien. Oma und Opa Wutz fahren in die Ferien. Polly Piepmatz soll so lange bei Peppa und Schorsch wohnen. Hallo alle zusammen. Hallo Opa Wutz. Hallo Oma Wutz. Polly ist schon gespannt auf ihre ersten Ferien bei Peppa und Schorsch. Hallo Polly. Hallo Polly. Polly Piepmatz wiederholt alles, was gesagt wird. Was ist in Pollys Koffer drin, Oma? Das ist Pollys Futter. Schorsch, kannst du erraten, was Polly am liebsten mag? Schokokuchen. Nein, nicht Schokoladenkuchen. Polly frisst gern Vogelfutter. Vogelfutter? Kann ich sie füttern, Oma? Kann ich sie füttern? Ja. Es ist sehr wichtig, dass ihr Polly nicht zu oft füttert. Ja, Opa Wutz. Opa, können wir Polly mal aus dem Käfig nehmen? Ja, ihr müsst aber Fenster und Türen zumachen. Sonst fliegt Polly weg. Ja, Opa Wutz. Auf Wiedersehen, Peppa. Auf Wiedersehen, Schorsch. Auf Wiedersehen, Oma Wutz. Auf Wiedersehen, Opa Wutz. Auf Wiedersehen, Oma Wutz. Auf Wiedersehen, Opa Wutz. Magst du eine Tasse Tee? Magst du eine Tasse Tee? Schorsch hat Pollys Vogelfutter geholt. Schorsch, das ist aber viel zu viel Vogelfutter. Polly wird davon zu dick und platzt dann wie ein Ballon. Pop! Platzt wie ein Ballon! Pop! Was ist das für ein Geräusch? Der Eiswagen! Der Eiswagen, hurra! Oje, Schorsch hat vergessen, die Tür zu schließen. Eiscreme, Eiscreme! Es ist Frau Mümmel, die Eisverkäuferin. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. 4-mal Eiscreme, bitte. Dankeschön, Frau Mümmel. Schorsch, du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Wenn Polly jetzt weggeflogen ist. Nur die Ruhe, Peppa. Wahrscheinlich ist Polly noch immer drinnen. Polly ist wirklich verschwunden. Oh. Polly ist weggeflogen. Bestimmt sind Oma und Opa jetzt ganz traurig. Vielleicht suchen wir erst einmal im Garten. Guckt mal, was ist das? Was hat Mama Wutz im Garten entdeckt? Es ist Polly! Hurra! Aber Papa, wie sollen wir denn jetzt Polly vom Baum herunterholen? Keine Sorge, Peppa. Ich werde Polly retten. Komm her, Polly. Magst du eine Tasse Tee? Oh nein, Polly ist noch höher hinaufgeflogen. Oje. Sei vorsichtig, Papa. Sonst fällst du noch vom Baum, wie du es jedes Mal machst. Keine Angst, Peppa. Ich werde mir Mühe geben. Komm her, Polly. Vogelfutter! Wohin Schorsch wohl geht? Schorsch hat Pollys Vogelfutter geholt. Polly ist ganz verrückt danach. Schorsch hat Polly vom Baum heruntergelockt. Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Handy von Papa Wutz klingelt. Was? Hallo? Oh, Oma Wutz. Hallo, Papa Wutz. Gibst du mir mal bitte Polly Piepmatz? Ja, natürlich. Hallo, Polly. Hast du denn schöne Ferien? Hallo, Polly! Hast du denn schöne Ferien? Polly Piepmatz. Hey,
Peppa und ihre Familie besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz! Opa Wutz! Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen. Kommt herein. Wir haben was für euch. Was ist es? Wir haben ein Haustier. Ratet mal, was für eins. Sausier? Nein, nein, kein Dinosaurier. Kommt und seht selbst. Oma und Opa Wutz haben einen Papagei. Peppa, Schorsch, dies ist unser Papagei. Wir nennen ihn Polly. Feine Polly. Feine Polly! Polly, braves Mädchen. Polly, braves Mädchen! Mama, warum spricht Polly alles nach, was Oma sagt? So sind Papageien. Ich zeig's dir. Hallo, Polly. Hallo, Polly! Hallo, du lieber Piepmatz. Hallo, du lieber Piepmatz! Kommt rüber, ihr Lieben. Der Tee ist fertig. Peppa, Schorsch, schaut mal, es gibt Schokoladenkuchen. Komme, Omi! Peppa und Schorsch lieben Schokokuchen. Doch heute schlingen sie ihn schnell hinunter, um mit Polly spielen zu können. Fertig! Ihr macht aber eine Menge Lärm. Oma, dürfen wir jetzt bitte aufstehen und mit Polly Piepmatz spielen? Habt ihr euren Kuchen denn ganz aufgegessen? Na dann mal los. Hurra! Schorsch, sag etwas zu Polly. Schorsch hat ein kleines bisschen Angst. Hallo? Hallo? Mit Polly Piepmatz zu spielen, macht Peppa und Schorsch einen Riesenspaß. Ich bin Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Schorsch, sag etwas. Peppa und Schorsch tun so, als wären sie Papageien. Ich bin Polly Piepmatz. Peppa überlegt, was sie Polly sonst noch beibringen könnte. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Peppa, Schorsch, na spielt ihr denn schön mit Polly? Ja, Oma. Polly ist so ein lieber Vogel. Ja, Oma. Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Du meine Güte. Omas und Opas Speicher. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa. Hallo, Opa Wutz. Opelus. Hoho. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wiedersehen. Bis später. Bis später. Wo ist Oma Wutz? Hallo, meine Liebchen. Das war die Stimme von Oma Wutz, aber wo ist sie? Oma Wutz? Hier bin ich. Oma Wutz. Omelus. Warum ist Oma im Dach?
Wir räumen den Speicher auf. Was ist ein Speicher? Der Ort, an dem wir unsere alten Sachen aufbewahren. Alt wie du, Opa Wutz? Haha! Sachen, die noch älter sind als ich. Dürfen wir helfen? Ja, gut. Omas und Opas Speicher ist ganz oben im Haus. Das ist die Tür zum Speicher. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Hallo, meine Liebchen. Da ist Oma. Kommt mal rauf. Das ist unser Speicher. Boah, ist der aber voll. Ja, er ist voll mit altem Kram. Peppa und George helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste. Brauchen wir das denn noch? Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte. Oh je. Wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Peppa und George entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Das ist wie früher. Na los, Peppa und George, lasst uns tanzen. Mama Wutz kommt, um Peppa und George abzuholen. Hallo? Wo seid ihr? Mama Wutz kann niemanden finden. Was sind das für Geräusche? Hallo? Wir tanzen gerade zu Omas und Opas Lieblingsplatte. Ja, Oma und Opa haben sie früher immer gehört. Oh, und diese Platte habe ich als kleines Schweinchen immer gehört. Was ist das? Sie heißt Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Nicht Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Die hast du immer gehört. Ich dachte, die hätten wir längst weggeworfen. Die Vöglein machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Nochmal, nochmal. Die Vöglein machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Das war lustig. Aber wir wollten doch etwas finden, was wir wegschmeißen können. Peppa, was sollen wir wegschmeißen und was behalten? Ich finde, ihr sollt alles behalten. Peppa und George bauen einen Schneemann. Zuerst den Körper. George, das ist der Bauch vom Schneemann. Dann bekommt der Schneemann einen Kopf. Jetzt braucht er Arme und Augen und einen Mund. George hat Stöcke für die Schneemannarme gefunden. Peppa hat Steine für die Schneemannaugen und den Mund gefunden. Jetzt das Gesicht. Jetzt fehlt nur noch eine Nase.
Peppa hat eine Möhre als Nase für den Schneemann geholt. Der Schneemann sieht sehr zufrieden aus. Ihm ist höchstens ein bisschen kalt. Dem Schneemann ist zu kalt. Ich glaube, er friert. Schorsch hat Anziehsachen geholt. Die halten den Schneemann schön warm. Jetzt trägt der Schneemann Mütze, Schal und Handschuhe. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eis laufen und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hopsala. Dummer Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich's schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her, ich kann Eis laufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Langsam, Peppa! Du fährst noch jemanden um! Keine Sorge, Mama! Ich bin eine gute Eisläuferin! Oh, wo sind denn die Bremsen? Oh weh, ich hab vergessen, ihr das Bremsen beizubringen. Oh! Ah! Ich kann nicht anhalten! Passt auf! Mama hat dir das Eislaufen gezeigt, aber ich habe dir gezeigt, wie man hinfällt. Ja, und ich bin schon richtig gut im Hinfallen. Peppa und Schorsch haben eine Matschepfütze entdeckt. Oh. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Ich zuerst. Es ist so kalt, dass die Matschepfütze zu Eis gefroren ist. Und das ist sehr rutschig. Das ist nicht witzig. Da kommen Mama und Papa Wutz. Ah, gut, eine Matschepfütze. Papa Wutz springt auch gern in Matschepfützen. Halt, Papa! Das war knapp. Ein Glück, dass ich so gut die Balance halten kann. Papa, die Pfützen sind heute alle vereist. Wir können nicht reinspringen. Das macht nichts. Kommt, wir füttern die Enten mit Brot. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Hallo Enten, wir haben euch Brot mitgebracht. Die Enten mögen Brot. Oh! Es ist so kalt, dass der Teich zugefroren ist. Das Eis ist sehr glatt. Wir wollten euch nicht auslachen, aber das sah ziemlich komisch aus. Es beginnt zu schneien. Schnee! Peppa und Schorsch lieben Schnee. Schorsch, wir fangen Schneeflocken. Peppa und Schorsch fangen Schneeflocken. Oh. Schorsch hat eine Schneeflocke gefangen. Peppa hat eine Schneeflocke gefangen. Oh. Das ist der schönste Schneemann, den ich je gesehen habe. Papa Wutz sieht recht verfroren aus. Er trägt weder Mütze, Schal noch Handschuhe. Hatschi! Papa, warum trägst du nicht Mütze, Handschuhe und deinen Schal? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich kann sie nirgendwo finden. Ich weiß wohl, wo Papas Mütze, Handschuhe und Schal sind. Mütze, Handschuhe und Schal von Papa Wutz trägt der Schneemann. Oh!
Eigentlich Sandburgen bauen. Aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui! Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf und schwuppdiwupp, eine Schneeburg. Eine Schneeburg! Also, ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee. Ho, ho, ho. Hallo alle zusammen. Hallo, Weihnachtsmann. Wart ihr denn alle brav? Ja. Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja. Und du? Ho, 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 natürlich. Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich möchte einen Fußball, bitte. Ein Xylophon. Ein Hütchenspiel. Einen Zauberkasten, bitte. Rennauto. Ein Hüpfball. Boing, boing. Einen Zug, bitte. Spielzeugzug. Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug, den ich richtig fahren kann. Mit richtigen Passagieren. Hoho, mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung, wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah ja. Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte. Für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh ja. Wie alt bist du? Hoho, ich bin viele hundert Jahre alt. Ich wusste es doch. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergesst nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen. Und einen Saft, wissen wir schon. Und Möhren für die Rentiere. Ho, ho. Ich bin das kleine Rotkäppchen. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa. Papa, du darfst nicht fotografieren. Ups, Verzeihung, Peppa. Mach weiter. Ich besuche meine Großmutter. Oh, du siehst nicht aus wie meine Großmutter. Warum hast du so große Augen? Warum hast du so große Zähne? Du bist nicht meine Großmutter. Du bist der große böse Wolf. Hilfe, zu Hilfe! Doch seht, wer ihr ist, gerade noch rechtzeitig. Pedro der Jäger. Hilfe, zu Hilfe? Gerade noch rechtzeitig, Pedro der Jäger. Pedro ist ein bisschen schüchtern. Pedro, möchtest du, dass ich dich begleite? Ja, bitte. Du bist ein ganz unartiger Wolf. Ich hab dich gerettet, Großmutter. Hurra! Dankeschön. Bravo! 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 Pedro, du warst wirklich gut. Du warst fast genauso gut wie ich. Schorsch, wach auf! Vom Weihnachtsmann. Seifenblasen, Comics und Mandarinen. Mama, Papa, es ist Weihnachten. Was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa. Keine Panik, alle Mann an Deck. Es ist doch erst 3 Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann. Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja. Ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja,
Der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich habe mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker! Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Mandarine. Der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und Schorsch haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht... Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie! Dieses hier ist für Schorsch. Es ist eine Autorennbahn. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da und das gehört hierhin. Auf geht's. Achtung, fertig, los. Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste. Schorsch, willst du nicht auch Eislaufen? Nein. Komm schon, Schorsch, das macht Spaß. Ich zeig's dir. Also, zuerst musst du... Hui! Schorsch, komm zurück. Ich bring dir bei, wie man Eis läuft. Was für eine Überraschung. Schorsch kann wunderbar Eislaufen. Boah, guckt mal, Schorsch. Schon sehr gut, Schorsch. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man bremst. Gut gemacht, Schorsch. Ganz fantastisch, Schorsch. Ja, das hast du sehr gut gemacht, Schorsch, für deine erste Stunde. Also dann, los geht's. Ja! Peppa und Schorsch lieben Eislaufen. Alle lieben Eislaufen. Mama und Papa haben mir Eislaufen beigebracht und ich dann Schorsch. Peppa und Schorsch sind auf dem Weihnachtsmarkt, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Hallo zusammen. Hallo. Alle Kinder einsteigen. Zur Hütte vom Weihnachtsmann. Luzi, was wünschst du dir eigentlich vom Weihnachtsmann? Ich weiß noch nicht. Was willst du dir denn wünschen? Ich wünsche mir eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. So eine wünsche ich mir auch. Wie kann sich der Weihnachtsmann bloß merken, was sich alle wünschen? Er macht eine Liste. Sein Schlitten muss sehr schnell sein, wenn er in einer Nacht um die ganze Welt fliegt. Es ist ein Superschlitten. Der Weihnachtsmann ist wirklich alt. Er ist viele hundert Jahre alt. Sogar noch älter als mein Papa. Hütte vom Weihnachtsmann. Oh. Ho, ho, ho. Hallo alle zusammen. Hallo Weihnachtsmann. Wart ihr denn alle brav? Ja. Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja. Und du? Hohoho, natürlich. Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Peppas Freunde rodeln auf dem großen Hügel. Hui. Oh je, Schorsch ist am großen Hügel ausgerutscht. Sieht lustig aus, Schorsch. Schorsch findet das gar nicht lustig. Am großen Hügel rutscht man leicht aus. Vielleicht sollte ich Schorsch tragen. Papa, trägst du mich dann bitte auch? Ho, ho, na schön, Peppa. Pass bloß auf, dass du nicht ausrutschst, Papa Wutz. Ho, ho, keine Sorge, Mama Wutz. Du weißt doch, ich kann sehr gut die Balance halten.
ein Rennen? Ja! Achtung, fertig, los! Hui! Gleich sind wir da, oben auf dem großen Hügel. Sei bitte vorsichtig, dass du nicht ausrutschst. Haha, ich rutsch doch nicht aus. Oh! 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 Papa ist wie ein Riesenschlitten. Juhu! Hui, wir gewinnen das Rennen noch. Hurra! Peppa und Schorsch haben gewonnen. Gut gemacht, Peppa. Mein Papa ist ein super schneller Schlitten. Das ist nicht komisch. Es ist ein bisschen komisch, Papa Wutz. Eigentlich ist es sogar ziemlich komisch. Also, dann ist das letzte Geschenk bestimmt für... mich! Ich habe mir eine Puppe gewünscht, die läuft und spricht und die Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Oh, Vogelfutter? Vogelfutter? Das Geschenk ist für Polly Piepmatz. Aber das war doch das letzte. Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Hallo? Darf ich bitte mal mit Peppa sprechen? Peppa, Luzi Locke für dich. Hallo, Luzi. Hast du deine Puppe bekommen? Nein. Ich habe eine. Sie weint und lacht und schließt ihre Augen und sie kann alles. Der Weihnachtsmann hat dir meine Puppe gebracht. Nein, auf dem Schild steht für Luzi Locke. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg nach Hause. Jetzt ist das letzte Geschenk in diesem Jahr auch verteilt. Oh, was ist denn da ganz unten in meinem Sack? Der Weihnachtsmann hat dich bestimmt nicht vergessen. Ich war doch ein liebes Schweinchen, oder? Ho, ho, ho. Weihnachtsmann! Hallo. Er ist durch den Kamin gerutscht. Na, was denn sonst, Oma? Hier ist dein Geschenk, Peppa. Entschuldige bitte die Verspätung. Meine Puppe! Danke, Weihnachtsmann. Möchten Sie etwas Weihnachtspudding? Schorsch und ich haben ihn gerührt und uns was gewünscht. Lecker. Ich habe mir gewünscht, dass uns der Weihnachtsmann an Weihnachten besuchen kommt. Und so war's.